Rudolf Wagner, Mediziner, 1841 bis 1864, Kurze Straße 3. Rudolf Wagner, Mediziner. Rudolf Wagner, geboren am 30. Juni 1805 in Bayreuth, gestorben am 13. Mai 1864 in Göttingen, war ein deutscher Anatom und Physiologe. Leben. Wagner begann sein Medizinstudium 1822 in Erlangen und setzte es 1824 in Würzburg, unter anderem bei Johann Lukas Schönlein, 1793 bis 1864 fort. Er war Mitglied bei der Burschenschaft der Bubenreuther in Erlangen und der Burschenschaft Germania zu Würzburg. Nach seiner Promotion im Jahre 1826 reiste er nach Paris, um sich der vergleichenden Anatomie zu widmen. Er bereiste die Küsten Frankreichs und des Mittelmeers, wobei ihn auch die niederen Tiere interessierten. Im Jahr 1828 kam er nach München und ein Jahr später nach Erlangen, wo er sich zum Privatdozenten habilitierte. Nach einer Reise nach Triest bekam er 1832 einen Ruf zum Professor der Zoologie. 1833 wurde er Professor für Zoologie und vergleichende Anatomie an der Universität Erlangen. 1840 wurde er Nachfolger von Johann Friedrich Blumenbach an der Universität Göttingen, wo er die Lehrkanzeln für die Fächer Zoologie, Physiologie und vergleichende Anatomie bis zu seinem Lebensende übernahm. In dem Materialismusstreit, der 1854 seinen Höhepunkt erreichte, war Wagner der bedeutendste Vertreter der Traditionisten, während Karl Vogt an der Spitze der Materialisten stand. 1832 heiratete er Rosa Henke, die älteste Tochter des Erlanger Professors Adolf Henke, 1775 bis 1843, über den Wagner später eine Biografie verfasste. Aus der Ehe gingen unter anderem der Ökonom und Finanzwissenschaftler Adolf Wagner und der Geograph Hermann Wagner hervor. Die Tochter Sophie heiratete den Archäologen Otto Benndorf. Rudolf Wagners Bruder Moritz Wagner war Reisender, Geograph und Naturforscher.